meine Lieben, heute geht es um Catching Fire, denn dazu habe ich bis jetzt noch gar nichts gesagt. Wie ihr euch vielleicht erinnert, fand ich The Hunger Games unheimlich gut. Das ist die Verfilmung vom ersten Teil. Ich habe dazu auch eine ziemlich lange Rezension gemacht und ich fand es einfach nur super und war total begeistert. Den zweiten Teil, Catching Fire, habe ich natürlich schon gesehen, als er im Kino lief. Logischerweise waren das 4 oder 5 Mal. Auf jeden Fall fand ich den Film absolut super, kann ihn nur jedem empfehlen und habe mir gedacht, ich drehe mal endlich eine Rezension dazu zur Feier des Tages. Naja, eigentlich ist es auch schon wieder ein bisschen her, aber zur DVD-Neuerscheinung. Catching Fire war für mich einfach die perfekte Verfilmung und hat mir gezeigt, dass es doch Dinge gab, die mich am ersten Teil gestört haben. Ich habe das Ganze in einem Double Feature gesehen, das heißt, ich hatte den direkten Vergleich und habe The Hunger Games und danach Catching Fire gesehen. Und Catching Fire hat mir einfach nur gezeigt, wie wenig gut eigentlich der erste gewesen ist. Oder zumindest wie viel weniger gut, als ich eigentlich dachte. In Catching Fire sind die Leistungen der Schauspieler 10.000 Mal besser. Wir haben eine 10.000 Mal bessere Set-Struktur, Set-Kulisse, einfaches alles ist nochmal besser als beim ersten Teil. Ich habe damals zum ersten Teil gesagt, die Wackelkamera stört mich nicht. Aber um ehrlich zu sein, war es jetzt doch sehr anstrengend. Ich habe den Film ja in Double Feature nochmal gesehen. Und das war ohne Pause und war einfach nur, Gott, Kopfschmerzen pur. Bei Catching Fire war diese Kamera nicht mehr da. Bei Catching Fire waren außerdem unheimlich tolle neue Schauspieler. Leute wie Jenna Malone, also Johanna Mason und Sam Claflin als Finnick O'Dare. Aber auch Schauspieler wie Philip Seymour Hoffman, der ja leider nicht mehr unter den Lebenden weilt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so sein würde, aber sie waren super gecastet und perfekt besetzt. Vor allem Jenna Malone als Johanna fand ich einfach nur so gut, vor allem ihre Wut auf das Kapitol, all das wurde so super rübergebracht und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Insgesamt ist mein Highlight aber vor allem, dass so eine Liebe ins Detail gesetzt worden ist, dass man, wie zum Beispiel die Szene bei District 11, wie die eingeleitet worden ist, dass Katniss und Peter im Zug sitzen und dann da dieses Symbol vom Spotteufel und diese Worte, the odds are never in our favor, was auch einfach ein super Satz ist, der perfekt zum Buch passt, weil dieser Satz, the odds, may the odds be ever in your favor, ist ja so ein Symbol, was fürs Kapitol steht und sich durch die ganzen Bücher zieht. Und diesen Satz zu drehen und für die Rebellen einzusetzen, finde ich super und finde es fast schon schade, dass das nicht im Buch gewesen ist. Generell ist die Umsetzung vom Buch zum Film perfekt gelungen. Ich habe irgendwie nicht so wirklich Sachen, die ich so richtig vermisst hätte. Natürlich sind einige Sachen nicht drin, wie zum Beispiel Gales Familie, Peters Familie. Dann haben wir natürlich die Sache mit den Avoxen wieder nicht drin. Wir haben die ganze Vorgeschichte von Haymitch nicht drin. Wir haben ja eigentlich ziemlich viel nicht drin, was aber alles so Hintergrundinformationen sind, die, wie ich finde, dem Film so ein bisschen seine Schnelligkeit, also die Action genommen hätte. Ich habe den Film mittlerweile bestimmt schon so an die 10 Mal gesehen, auch schon mehrfach auf DVD. Ich habe mir die 2-Disc-Fan-Edition geholt. Da ist auch ein unheimlich gutes, wirklich gutes Making-of bei, was ich mir komplett angesehen habe, obwohl es sehr, sehr lang ist. Ich fand das total interessant. Es geht um die Schauspieler, es geht um die Special-Effekte, es geht eigentlich um alles. Und da waren Sachen bei, die ich wirklich, wirklich überraschend fand. Allein die ganzen, wie allein diese Szene, wo sie auf dem Füllhornfelsen sind und das Füllhorn sich dreht und runtergeschmissen werden, an wie vielen verschiedenen Orten diese Szene gedreht worden ist und wie sie dann hinterher per Computer zusammengesetzt worden ist. Das war total interessant zu sehen und es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe das auch am Stück geguckt und mich auch keine Sekunde gelangweilt.
Und kann deshalb auch nur empfehlen, euch die DVD zu holen, weil da wirklich interessante Sachen erzählt werden. Es gibt auch Interviews mit den Schauspielern, wobei ich die jetzt nicht so interessant fand. Außer das Interview zu Max. Die Schauspielerin von Max war eh so gut in dem Film und so sympathisch. Und es war einfach nur süß, so ein paar kleine Anekdoten von ihr zu hören. Ja, ich freue mich riesig auf die nächsten beiden Teile und kann nur sagen, dass Catching Fire mein neuer Lieblingsfilm ist. Auch das habe ich schon mal in The Hunger Games gesagt, aber ich hoffe, vielleicht wird das ja bei Mockingjay wieder so sein, dass ich das noch besser finden werde. Ich bezweifle es zwar stark, aber möglich ist alles. So, und weil es jetzt gerade eh um Verfilmungen geht, spreche ich noch ganz kurz über verschiedene Verfilmungen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Die erste Verfilmung ist die Bücherdiebin. Die war einfach super. Ich mochte die Umsetzung sehr, sehr gerne, mochte die Schauspieler. Muss auch sagen, dass ich das sehr, sehr traurig und bewegend fand. Allerdings war es jetzt keine Verfilmung, die einen so total aus den Socken gehauen hätte, wo ich jetzt gesagt hätte, oh mein Gott, ihr müsst den Film sehen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall für die Fans der Bücher, sich den Film anzugucken. Das zweite ist Vampire Academy. Da fand ich die Besetzung total gut, vor allem Zoe Deutsch als Rose war so gut. Ich fand, an vielen Stellen wirkte der Film fast schon ein bisschen, ja, lächerlich. Es gibt einfach viele Szenen, wo die Strigoi ein bisschen überzogen dargestellt werden. Natürlich hat der Film einen sehr humorvollen Ansatz gewählt, was ich auch sehr gut fand und was auch an vielen Stellen sehr, sehr gut rüberkam. Aber diese ganzen Action-Szenen, naja. Insgesamt kann man sich den Film angucken. Ich würde ihn aber jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Ja, zu Rubinrot hatte ich, glaube ich, auch noch gar nichts gesagt. Den Film fand ich bis zur Hälfte sehr, sehr gut und ab da ging es dann steil bergab. Eigentlich ab dem Moment, als Sachen dazu erfunden worden sind, weil ich mir die ganze Zeit nur gedacht habe, was soll das? Manche Schauspieler haben es auch so ein bisschen übertrieben, zum Beispiel der Schauspieler von Fork de Villiers oder auch der Schauspieler von Gideon in einer Szene, also der Janis Niewöhner. In der Szene am Ende, wo sie aufwacht, das war schon ziemlicher Schnulz, muss ich sagen. Generell fand ich den Film irgendwie schnulziger als das Buch und frage mich auch, inwiefern sie das mit dem zweiten Teil machen wollen, denn die Liebesgeschichte ist ja doch etwas anders verlaufen als im Buch. Ich habe mir jetzt auch den Trailer angesehen von Saphir Blau und muss sagen, dass der ziemlich schlecht ist. Vor allem das Ende. Dann ist da noch Divergent bzw. Die Bestimmung. Ein Buch, was ich super fand, wo ich den zweiten Teil nicht ganz so gut fand und den dritten wahrscheinlich gar nicht mehr lesen werde. Ihr wisst bestimmt auch warum. Ich habe mich zu spoilern lassen, muss ich gestehen. Habe es aber extra gemacht, weil ich mir gedacht habe, wenn das jetzt ein Ende hat, womit ich nicht so gut leben kann, dann werde ich den Film auch nicht mehr sehen und so war es dann im Prinzip auch. Der Film dagegen, den fand ich sehr gut. Ich muss sagen, dass Miles Teller als Bösewicht nicht ganz so gut rauskam. Vor allem, dass nicht deutlich wurde, dass er dabei war, als sie Triss angegriffen haben. Generell war der Film aber gut und ich kann ihn auch auf jeden Fall für Fans des Buches empfehlen. Er war auf jeden Fall spannend gestaltet und die Schauspieler waren ganz gut, obwohl ich ja immer noch finde, dass der Schauspieler von vorher ein bisschen zu alt für die Rolle ist. Aber man kann ihn sich sehr, sehr gut ansehen. Ja, und dann werde ich jetzt noch mal kurz was zu Veronica Mars sagen, weil mir das am Herzen liegt, auch wenn es keine Buchverfilmung ist. Dieser Film läuft, glaube ich, aktuell noch in Deutschland im Kino, aber niemand hat so wirklich das mitbekommen, außer man interessiert sich wirklich dafür. Ich persönlich fand den Film sehr, sehr gut. Ich finde, er entschädigt uns so ein bisschen für das Ende der dritten Staffel. Diejenigen, die es gesehen haben, wissen, was ich meine. Auch wenn es so ein paar kleine Dinge gab, die ich vielleicht nicht ganz so gut gefunden habe, fand ich den Film als Ganzes super und freue mich einfach nur darüber, dass es ihn jetzt doch noch gegeben hat, so viele Jahre nachdem die Serie eingestellt worden ist.
abschließend kann ich sagen, ich freue mich riesig auf Mockingjay, was ja auch schon wieder im November erscheint. November! Das ist so nah! So nah! Außerdem freue ich mich natürlich auch noch auf andere Buchfilme, die noch kommen werden, unter anderem The Maze Runner und auch The Fault in Our Stars, obwohl ich nicht so wirklich ein Fan vom Buch gewesen bin. Ja, und das war's eigentlich von mir. Ich freue mich, dass ich endlich mal wieder ein Video gedreht habe, nach gefühlten Jahren der Abwesenheit. Und werde versuchen, gleich noch ein paar andere Videos zu drehen. Ja, und tschüss!